Moin, meine Lieben. Normalerweise machen wir hier News oder Guides, diesmal aber mehr ein Recap. Nicht ein Ersteindruck, sondern ein Rückblick. Ich habe den kompletten Lost Ark Ex Witcher Teil gespielt und würde darüber gerne mit euch reden. Bevor wir reingehen, hätte ich aber von euch unheimlich gerne einen Kommentar unter dem Video, wie ihr es fandet. Habt ihr das überhaupt gespielt? Wenn ja, was war euer Eindruck? Zuallererst reden wir darüber, wie kommt man überhaupt an die Quest in die Insel und so weiter und so fort. Die Quest fängt anscheinend in jeder Stadt, ich habe das in Nordvern gemacht, an. Das ist so ein rosaner Questmarker. Da redet man mit einer Person und die sagt, hey, du Auserwählter, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Dazu ist noch zu sagen, dass der Questmarker anscheinend nur auf Kontinenten im Osten der Map auftaucht. Wahrscheinlich, weil die Insel auch im Osten ist. Auf jeden Fall, falls ihr in Punica oder Rohendel oder Phaeton seid, sucht den nicht vergeblich. Teleportiert euch einfach nach Wern. Dann fahren wir entsprechend von dem NPC gewollt auf die neue Insel, Insel des Weißen Wolfs, die liegt direkt vor Nordvern und macht da eine Einstiegsquest. Ja, Insel ist unheimlich schön designt, da ist irgendwie so ein Volksfest und es ist halt irgendwie dieser Malstrom aufgegangen und der schmeißt Gegenstände. Und dann mit der Zeit durchaus auch Geralt und Ciri und Yennefer und den Typen mit der Harfe raus, ja. So oder so, ohne zu tief auf die Geschichte einzugehen, die durchaus ganz nett ist, reden wir dann eine ganze Menge mit den Anwesenden dort und mit Geralt, sehr untypisch, aber wieso nicht? Und zuallererst fällt auf, dass das Voice Acting, ja, das Voice-Over ist absolut fabelhaft gemacht. Sie haben es geschafft, die Stimmen zu übernehmen, die wir auch im Spiel in Witcher haben. Und so fühlt sich das alles sehr, sehr authentisch an. Nach dieser ersten Quest geht es dann los mit einem Questmarker, mit so einem Kettenquestmarker, der auf 5 Teile aufgeteilt ist und der uns erlaubt, jeden Tag bis zu 5 Tage lang eine Quest zu machen, die dann entsprechend diese Story voranpusht und uns ein paar Belohnungen gibt. Zu den Belohnungen ist zu sagen, wir bekommen so ein bisschen Silber, wir bekommen so ein bisschen Buff-Food, also irgendwelche Tränke, die uns kurzzeitig verbessern und wir bekommen dann verschiedenste Sachen, je nachdem welcher Tag, entweder Gebäude für die Insel oder ein paar Lieder für die Insel, so Sachen, alles ganz nett, nicht überwältigend. Dazu gibt es ein Kartenset, das blende ich euch hier jetzt mal ein. Und dieses Kartenset ist einerseits nicht besonders erstrebenswert aus der Sicht eines Endgame-Spielers, weil es einfach bessere Karten gibt. Aber solange ihr das Crit-Kartenset nicht habt, solange ihr das Heiligschaden-Kartenset nicht habt, ist das eine sehr, sehr valide, schöne Alternative. Also gerade für neue Spieler definitiv was Erstrebenswertes in der Richtung, dass man vielleicht die Quest macht und halt einfach ein ordentliches Kartenset hat, bis man die eher langwierigeren zusammengefarmt hat. Auf jeden Fall ist dann diese Quest auf 5 Tage unterteilt und wir ergründen die Wunder von dem Malstrom und wieso die überhaupt da sind und so weiter. Wir haben eine kleine Szene, wo wir als Geralt Spuren folgen, ja, typisch Witcher mit diesen geschärften Sinnen und alles ist rot und so. Das hat durchaus auf mehr hoffen lassen. Und das war ziemlich cool. Bis auf die Art und Weise, wie dieser Effekt umgesetzt war, persönlich und auch einige Leute im Chat, als wir das gestreamt haben, fand ich das mehr als unangenehm, weil irgendwie der Bildschirm hat sich auf eine Art und Weise bewegt. Das war einfach nur ein bisschen eklig. Aber alles in allem coole Idee, hat auf mehr hoffen lassen. Und die restlichen Tage sind wir dann die komplette Story durchgelaufen und am letzten Tag, Spoiler, sind Geralt, Ciri, Yennefer und der Typ mit der Harfe wieder nach Hause gegangen. Das war ein an diesem Punkt bereits absehbares, aber doch irgendwie unspektakuläres Ende, muss ich gestehen. Und das ist einer der wenigen tatsächlich Kritikpunkte, die ich habe. Oh, Bob.
Einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe an dieser Witcher-Geschichte, und zwar, dass wir irgendwie relativ wenig gespielt haben. Ich weiß es sehr zu schätzen, um mit den positiven Dingen anzufangen, dass wir aus der IP Lost Ark ein bisschen ausbrechen und auch mit anderen großen Franchises kleine Sachen machen. Ja? Sei es Events, sei es Questlines. Ich denke, davon profitieren viele Spieler. Ich denke, viele spielen verschiedene Spiele und sind entsprechend Fans. Ich denke, das hat Potenzial, neue Spieler anzuziehen. Alles in allem ein Win-Win für alle Beteiligten. Natürlich aber auch sehr viel Arbeit für die Entwickler. Und alles in allem gefällt mir das sehr, sehr gut. Jetzt gibt es aber für viele, die nicht unbedingt an Witcher per se interessiert sind, zwei Gründe, das trotzdem zu spielen. Grund Nummer eins, sie mögen Lost Ark und sie mögen das Gameplay, und das Gameplay in dem Event ist gut. Grund Nummer zwei, sie mögen Lost Ark, sie mögen Progression und die Belohnungen des Events sind wirklich gut. Leider haben wir es gefühlt in dieser Questline nicht wirklich geschafft, einen der beiden Gründe oder sogar beide wirklich lohnenswert zu machen für Spieler. Jeder, der bessere Kartensets bereits besitzt, wird an den Karten nicht interessiert sein. Das Buff-Food ist ganz nett, aber auch nicht überwältigend. Und ansonsten gibt es kaum Belohnungen in Form von Gold, Silber, Upgrade-Materialien. Halt den Sachen, die wir brauchen, um im Spiel voranzuschreiten. Was das Gameplay angeht, die Story war durchaus solide. Nur sind wir leider sehr in die Schiene von Lost Ark gegangen, von G drücken, in Kreisen stehen. Wir haben einmal ein Emote gemacht, ja, falls ihr am fünften Tag hängen bleibt. Dieses Spielen wir ist keine Geste, dieses Spielen wir ist dieses Mokoko-Emote über dem Kopf. Nur leider haben wir wenig gespielt, ja. Da denke ich, hat es sowas wie das Crossover von Monster Hunter World und Witcher viel besser gemacht, weil wir dort, für jeden, der es nicht gespielt hat, wir sind dort für eine komplette Quest einfach in Geralts Rolle reingegangen und haben in Monster Hunter gegen einen Waldschrat gekämpft. Was cool war, was einfach cool war. Und sowas würde ich mir in Zukunft wünschen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Gameplay-Element bekommen. Es muss kein ganzer Raid sein oder ein Dungeon. Es reicht, wenn das so ein kleiner Wächter-Raid wäre, der den Großteil der Animationen von ein paar Wächtern übernimmt, der halt in dem Theme des entsprechenden Crossovers wäre, ja, dann hätte das auch Replayability, also würde irgendwie Wiederspielwert geben, so wie es momentan ist. Ich habe die Quest fertig und leider gibt es für mich keinen weiteren Grund, die Insel noch mal zu besuchen. Und so, wenn das Event in Form eines wöchentlichen Wächters wäre oder sowas, hätte man zumindest den Grund über wiederkehrende Belohnung. Dahingehend denke ich, könnte man das durchaus irgendwie besser recyceln, aber alles in allem muss ich sagen, hat mir das sehr viel Freude gemacht und es war eine willkommene Abwechslung zum Standard Daily Grind. Sagt mir, wie gesagt, gerne, was ihr davon haltet, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Liebe Leute, macht es gut und viel Spaß in Lost Ark. Ciao, ciao.